Also das ist schon wirklich Wahnsinn, wie scharf das wird. Und ich habe jetzt keine Haare mehr am Arm. Hallo, ich habe heute wieder den Wolfgang von Tormek dabei und wir machen heute hier eine Diamantscheibe drauf und gucken mal, jetzt geht's richtig rein in Schleifen. Wolfgang, was hast du da dabei für mich? Was bling, bling. Bling, bling. Das ist jetzt also mal diese DC, also das ist die Kors, die grobe 360er. Mhm. Zum Schleifen nicht geeignet, aber wirklich ein Materialabtrag. Mhm. Wird auch in der Videobeschreibung verlinkt natürlich. Gleich vornweg, was sind denn Vorteile an so einer Diamantscheibe? Also im Prinzip, du kommst mit dieser normalen Scheibe ewig weit. Mhm. Überhaupt kein Problem. Wenn du jetzt aber viel drechselst, das heißt runde Werkzeuge hast, HSS-Stahl, die einfach hart sind, mhm, auch wenn du die hin und her führst, du kriegst einfach unweigerlich deine Spur rein. Mhm. Haben wir im ersten Teil abgerichtet, könnt ihr euch anschauen. Genau, das heißt, ich muss dann, und wenn dann Meißel hinterher machen will, ich muss immer wieder abrichten zwischendurch. Mhm. Da liegt einfach jetzt der Vorteil an der Diamantscheibe, egal jetzt welche Körnung. Du hast halt einfach, weil es ein Stahlkörper ist, immer die gleiche Dimensionen. Das heißt, du umstellen, wenn du verschiedene Scheiben hernimmst, also mal einen Japanstein dazwischen oder den dazwischen, dann musst du immer nachjustieren, mhm, weil das ja, geht immer auf die Steindurchmesser. Wir haben ja hier unsere WM200-Lehre, nach der man einstellen kann. Da ist auch der Steindurchmesser oben drauf, wo man mal gucken muss. Ich habe nämlich selbst die Erfahrung schon mal gemacht. Ich habe mal geschliffen und habe komplett den falschen Steindurchmesser eingestellt. Und habe mich gewundert, warum es mit dem Winkel nicht passt. Habe ich mich gemessen? Ganz genau. Das haben wir hier nicht. Das Thema hast du hier nicht. Die dürfen wir aber nicht abrichten. Die darfst du nicht abrichten. Die zwei Teile hier, die ich hierfür brauche, müssen weg. Weit weg, mhm, weil das machst du nur einmal. Das heißt, wir bauen jetzt die Scheibe auf. Genau. Und gehen dann heute direkt ins Schleifen rein, glaube ich. Wollte ich gerade sagen, wir haben ja, wie war das? Der war da relativ stumpf hier. Dann machen wir das doch gleich. Ja, das ist Der die runtergefallen ist, oder wie war das? Der ist mir leider aus Versehen runtergefallen, nicht extra fürs Video. Aus Versehen fürs Video? Den richten wir wieder hin. Da haben wir schon den ersten Trick, hast du mir mitgeteilt, oder? Zum genau. Aufmachen. Also, wenn ihr hier versucht, die aufzudrehen, habt ihr keine Chance. Dann kommt die Rohrzange hin. Vergesst das. Einfach die zwei Hände hier hin, einmal im Gegenzug und die Schraube ist offen. Mhm. Also völlig, völlig einfach. Dann nehmen wir den Wasserbehälter natürlich noch runter. Scheibe runter. Und jetzt auch wiederum hier, bei der spielt es keine größeren Rolle. Aber wir haben ja immer gesagt, macht es euch zur Gewohnheit. Jedes Mal, wenn ihr eine neue Scheibe aufsetzt, immer den Text hier oben, also horizontal. Mhm. Diamant weniger wichtig bei den Schleifscheiben, in den Steinscheiben wesentlich wichtiger. Da einfach wieder andrehen, bis es anlegt, Maschine einhalten, zieht sich im richtigen Moment an. Also ihr habt keine Chance, die aufzukriegen. Wie gesagt, einmal der Vorteil, wie wir gesagt haben, er ist einfach formstabil. Er ist immer gerade, immer flach. Ihr habt auch hier auf der Außenseite, das haben wir uns auch gleich schützen lassen, eine komplette Außenseite, die beschichtet ist. Das heißt, ihr könnt hier auch mal einen Planschliff machen, weil hier kriegt ihr immer ein Hohlschliff. Macht eigentlich auch kein größeres Problem, aber gewisse Werkzeuge im Geigenbau war das wichtig oder so Kiridashis auf der Außenseite optimal. Dann haben wir natürlich auch was in der Karton mit drin ist, diese Flasche, das ACC 150. Das ist so ein Antikorrosionskonzentrat. Und da braucht ihr jetzt ganz einfach ein paar Milliliter, also so 10 Milliliter auf ein Viertelliter hier rein. Das spricht also 4% Lösung, um euer Werkzeug bzw. auch die Schleifscheibe einfach vor Rost zu schützen. Weil sonst rostet euch das mal zusammen. Und es schützt halt einfach auch vor Lugrost und alles andere für eure Werkzeuge. 10 Milliliter, entweder macht es über die Kapsel, könnt ihr das so machen. Oder sinnvoller ist hier, ihr habt hier so eine schöne Skala drauf. Das heißt, hier werden wir mal ein bisschen was reingeben. Seht ihr, das waren 10 Milliliter. Und dann brauchen wir auch hier, ihr kennt unser berühmtes Wasser, das Dominik's Wasser für genau. 27 Euro. Mit dem extra mitgebrachten Tormek Spezialwasser. Das könnt ihr übrigens bei mir im Shop kaufen, das braucht ihr, um mit der Tormek zu arbeiten, das kostet 27 Euro die Flasche. Und natürlich nur so wird's Tormek scharf, mit dem niederbayerischen Wasser. Ihr könnt auch, also das gibt es in einem Zweierpack nachzukaufen, wenn ihr sparsam sein wollt, ihr könnt das einfach durch einen Kaffeefilter in Marmeladenglas rein und das nächste Mal wieder verwenden. Das Wasser direkt. Genau, das ist überhaupt kein Thema. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist natürlich, wenn ihr jetzt viel Holzstaub habt, das organische Materialien im Wasser drin, wird es warm ein bisschen, da fängt es irgendwo im Glas ein bisschen an zu schimmeln vielleicht. Schleifen wir unseren Stechbeutel. Dazu drehe ich mir die Maschine um.
weil genau. Ich schleife von oben. Ich habe hier speziell, da gibt es ja eben auch von euch von Tormek hier diesen Untersetzer. Würde ich mir definitiv dazu kaufen, ist einfach eine Arbeitserleichterung. Ist kein Muss, weil man kann natürlich die Maschine auch hochheben und drehen. Aber hier drücke ich halt auf den Knopf, drehe den, es ist super angenehm zum Arbeiten. Kurze Sache, was ich hier gerne erwähnen würde. Wir haben ja gesagt, von der Arbeitshöhe. Eigentlich ist es, wenn ich jetzt sage, ich richte mich ein, um viel zu schleifen, sind wir hier ein bisschen zu hoch, weil ich habe einen Meter hohe Werkbänke, glaube ich. Es ist von der Arbeitshöhe wahrscheinlich immer eher besser, ein bisschen tiefer zu sein. Was ist denn so, wie würdest du sagen, wie du stehen möchtest? Also im Prinzip entspannt von den Schultern, Ergonomie. So. Dass du hier eingespannt hast oder wenn du horizontal hast, dass du hier im Bauchnabelhöhe sowas. Also eigentlich möchte ich den Stein hier eher so auf dieser Höhe haben. Also wirklich entspannt stehen. Wir haben jetzt hier einen Stechbeitel, ein Stemmeisen, wie ihr sagt. Das ist runtergefallen mit der Spitze direkt auf dem Steinboden. Das ist wirklich nicht mehr besonders scharf. Man sieht es auch auf dem Bild. Und das wollen wir jetzt wieder fit bekommen. In der Regel haben die alle 25 Grad als Standard. Wenn du viel im Hartholz unterwegs bist, dann kannst du entweder einen zweiten Winkelchen vorne hin machen, musst nicht gesamt die Fläche schleifen. Du kannst vielleicht auf 28 oder 30 Grad gehen, was manche machen, also wenn viel Eiche oder Nussholz hast. Aber in der Regel sind 25 ist Standard. Dann will man natürlich in der Regel auch schön 90 Grad. Wie so schaut, ist da. Ah, oh, den habe ich ein bisschen. Und sehr rund ist er auch, ja, nicht ganz gerade. Aber auch das kriegen wir hin. Ja. Dafür haben wir einfach die Vorrichtung dazu da. Die SE77. Verlinke ich in der Videobeschreibung wieder. Genau. Die ist so konstruiert, die haben hier so eine Vorrichtung dran, so eine Sicherheitsvorrichtung, einen Sicherheitsstopp. Den mache ich mir einfach erstmal hier so drauf. Dann bin ich dann los. Und das Schräubchen kommt dann hier außen auf die Seite raus. Braucht ihr nicht unbedingt, aber ich empfehle es immer, wenn ihr neu und Anfänger seid, man ist mal schnell abgerutscht von der Schleifscheibe und das wird einfach dadurch völlig vermieden. Ein bisschen sicherer. Die Oberseite flach oben ran. Und ganz an die Seite ran, damit es einfach im Winkel passt. Damit, dass ihr nicht diese Hebelwirkung habt, ihr könnt, ich nehme das nochmal kurz raus, damit kann ich das zeigen, weil wenn ihr hier anschraubt und anschraubt, dann wird es irgendwo schräg. Ein Stemmeisen wird dann auch schräg und dann liegt es natürlich schräg auf der Oberfläche, auf der Steinoberfläche auf und dann kriegt er auch keinen Winkel hin. Also die soll dann schon zwei Referenzen, also einmal außen, dass ich so diesen Winkel habe und flach auf der Oberseite anlegen. Dann könnt ihr den, um die Hebelwirkung einfach zu minimieren, könnt ihr das hier rüberschieben. Ihr habt da die Position bis ran, könnt ihr da rangehen und dann einfach so parallel anziehen. Handfest. Ich weiß, Handwerker gern. Selbstrührig. Sammel nicht, das geht. Das reißt ab. Ein bisschen extra fest, damit es auch garantiert hält. Das hält auch garantiert so einfach handfest. Wenn ich jetzt hier dran gehe und drauf schiebe, richte ich mir das einfach mal schon mal so grob ein, dass ich etwa so weit rangehe. Und dann mache ich mir mein Schräubchen hinten einfach so weit ran, bis ich anstoße. Dann geht es nicht mehr weiter. Dass ich einfach nicht überfallen kann. Das ist genau. Und hier außen, deswegen ist das Loch hier, wenn sich jemand wundert, da komme ich dieses Schräubchen hier rein. Weil dann habe ich das hier auf der Seite. Da kann nichts mehr passieren. Und die Seite setze ich halt genauso weit so ein, dass es gleichmäßig ist, also vom Abstand her. Aber könnte ich jetzt nicht, ganz dumm gefragt, ganz bewusst, könnte ich das nicht einfach so einstellen, dass ich den Stechbeitel so habe und einfach so auf der Stelle schleifen? Könntest du auch machen, aber ähnlich wie beim Stein will ich ja gleichmäßig die Fläche abnutzen und keine Spur reinbekommen. So nutze ich ja natürlich auch hier rum wieder die Diamanten nur in der Mitte ab. Also wenn ich dann einfach ein bisschen gleichmäßig hin und her gehe, wird es also gleichmäßig abgenutzt. Also wir gehen komplett hin und her, um den Stein zu schonen. Nicht das Werkzeug, sondern einfach den Stein. Genau. So, und jetzt müssen wir natürlich noch den Winkel einstellen, weil das ja viel zu hoch ist. Es gibt zwei Methoden. Entweder ihr habt den 25 Grad Winkel schon drauf, wenn er neu ist, dann nehmt ihr die Edgemarker-Methode her. Das heißt, ihr malt euch den hier schwarz an und dann setzt ihr den auf den Stein auf. Ihr könnt es mal machen. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Grad der hat. Ich weiß es auch nicht. Das wollen wir gleich sehen. Wir machen natürlich, würde ich sagen, 25 Grad Winkel, dass es ganz ordnungsgemäß ist. So sehe ich schon mal optisch, ist wesentlich zu hoch. Dann kann ich jetzt einfach seitlich mal so reinschauen, ein bisschen absenken, so wie er dann optisch noch ein bisschen aufliegt. Dann kann ich hergehen, festhalten, einmal so ein bisschen unten durchziehen. Ui, das sah auch schon mal super aus. Ja, man sieht schon abgetragen. Und man sieht hier jetzt auch, dass der eben diese Kurve hat, diesen Bauch, den ich reingeschliffen habe irgendwie. Genau. Frag mich nicht. Aber wie. Er hat auf jeden Fall die gesamte Fläche. Vom Winkel her wären wir jetzt identisch, also wie er drauf ist, zum Wiederholen. Das ging natürlich super.
wie es immer so ist, auf Anhieb perfekt. Ich wollte eigentlich zeigen, wenn ich jetzt nämlich höher bin, so hoch bin, dann kratze ich ja nur an der Vorderkante. Mhm. Also wenn ihr überlegt, hoch, kratze ich an der Vorderkante und dann ist hinten alles schwarz. Dann muss ich ein bisschen runter. Ist es andersrum, dass ich hinten alles wegkratze und vorne ist noch alles schwarz, dann war ich logischerweise zu tief. Mhm. Dann müssen wir ein bisschen anheben. Aber als Profi hast du das einfach so im Handgelenk, dass du es gar nicht falsch machen kannst. Dein Körper wehrt sich dagegen. Es ist so, wenn du es so oft machst, du willst was zeigen und dann... Hau mal eine grobe Zahl aus, wie viele 100 oder 1000 Teile hast du schon geschliffen? 3. Echt, müsste ich lügen, aber wenn du überlegst, also zigtausende. Also ich bin jetzt auch seit 10 Jahren da eben dabei, zum 40. Das heißt nämlich, dieses Jahr haben wir 50-Jähriges. Okay. Da wird noch ein bisschen was passieren. Deswegen habe ich dir schon mal vorab unser neuestes Cabby mitgebracht. Ist nicht das Jubiläums-Cabby, aber... Jetzt könnt ihr mich einstellen. Ich kann auch fast schon schleifen. Genau. Lass mal jetzt auf heute. Ja, aber wie gesagt, da passiert noch ein bisschen was. Mhm. Dieses Jahr. Aber machen wir weiter hiermit, oder? Genau, ich wollte bloß mal wissen, ob du überhaupt erfahren genug bist, mir das hier zu zeigen. Aber scheinbar ja. Ich denke mal. Genau. Also wir haben schon eingespannt. Winkel-Edge-Marker-Methode, so funktioniert die. Mhm. Das ist aber auch die Methode zum Beispiel, wenn ihr in dem Winkel schleifen möchtet, und das sind jetzt keine Ahnung, welche Winkel gerade da drauf sind, dann kann ich den ja auch mir ablesen im Prinzip. Mhm. Also rückwärts gehen. Wenn ich sage, ich bin mit diesem Winkel zufrieden, suche ich mir so her. Also hier auch, man muss jetzt aus dem 25-Grad-Winkel keine Wissenschaft machen, wenn der jetzt 27 hat, aber es passt, ich kann damit arbeiten, dann tue ich mir mehr Gefallen, wenn ich den Winkel beibehalte, weil ich weniger Abtrag habe. Genau. Dann musst du nur fürs nächste Mal wissen, entweder du machst immer die Edge-Marker-Methode oder du musst ja wissen, wie viele Grad du drauf hast. Mhm. Und dann nimmst du einfach unseren Winkelmesser her und dann stellst du auf 200 ein, weil der Durchmesser der Scheibe ist 200. Genau, bei dem Stein jetzt ursprünglich auch. Genau. Aber der verändert sich, wenn wir lang schleifen. Und dann musst du hier über der Seite nachstellen und bei der Diamantscheibe ist halt immer 200. Mhm. Ich habe übrigens mit dem 200er Stein hier schon mal mit 250 geschliffen, das passt nicht. Komisch. Komisch, ja. Da steckt so viel Mathematik in diesem Plastikstück drin. Ja. Mathematik, immer Mathematik, überall Mathematik, ey. Ja, und dann mache ich einfach mal die Seite hier auf und lasse sie beweglich hier. Dann lege ich mir die einfach hier an, also nicht hier oben, auch nicht hier, sondern genau da, wo Schleifscheibe, Werkzeug und der Winkelmesser zusammenkommen. Da messe ich und dann könnt ihr hier ablesen, ich mache mal, ich sehe es jetzt gar nicht, ich muss mal vorne einfach kurz ins Bild greifen. Ja, 27 sowas, glaube ich, knapp. So, können wir nämlich ablesen. 26 bis, ja. Genau. Wir machen es aber so, wir wollen jetzt ganz standardgemäß, wir machen 25. Also stelle ich mir hier auf 25 ein. Das heißt, wir verändern geringfügig den Winkel, der drauf ist. Das heißt, ein bisschen Material muss weg. Und das heißt, ich muss hier dann, wenn ich jetzt seitlich wieder reinschaue, ein bisschen zu hoch, muss noch ein bisschen, ich mache mal ganz übertrieben jetzt, dass man es vielleicht deutlicher sieht, weil das war jetzt ja nicht so groß. Den Lichtspalt, den ihr hier seht, dann bin ich einfach viel zu hoch. Das heißt, ich muss jetzt so weit runtergehen, bis der Lichtspalt weg ist. Dann habe ich meine 25 Grad. Habe ich die 25 Grad eingestellt und dann wiederum, wie wir auch im letzten Video gezeigt haben, wenn ihr hier in der Höhe was verändert, das hat ja ein bisschen Spiel hier, wie ihr seht. Und das kann ja auch meinen Winkel gewaltig verändern. Deswegen immer zusehen, hier nach unten drücken, hier anziehen. Und dann einfach nur noch hier festziehen. Also das ist definitiv was, was ich auch nicht so gemacht habe. Also auch so ein Anfängerfehler. Weil du hast einfach diese Parallelität. Universalstütze zur Schleifscheibe ist nicht da. Dann wird es ein bisschen schräg. Und so hast du es immer perfekt. Mhm. Es sind halt oft die Kleinigkeiten. Das sind so die Anfängerfehler. Ja. Genau. Haben wir im Handbuch drin. Deswegen. Im Handbuch. Weil wir lesen alle das Handbuch. Ja, oder hier im Karton. Schleifdruck. Diamantscheibe, steht alles dabei, es ist alles dokumentiert. Ihr müsst euch ab und zu echt die Mühe machen. Oder ihr schaut einfach die Videos beim Dominik an. Wie man es nicht macht. Work. Oder auf Tomek haben wir tomeklehrstark.de. Auf YouTube auch einen Kanal. Auf unseren Live-Schleifkursen, da kriegt ihr unheimlich viele Tipps und Tricks. Genau, euren Kanal verlinke ich auch wieder. Da sieht man dann auch lange, ausführliche Videos, wie es richtig geht. Genau. Ja, und dann setzen wir hier das Schräubchen drauf, dass wir da nicht runterfallen. Hier drüben und da drüben. Mhm. Und dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen Krach, oder? Jawohl. Krach weniger von der Maschine, weil die hat nur 54 Dezibel, aber jetzt durch die Schleifscheibe, die ist recht grob, 360er Körnung, da geht ein bisschen was. Und ihr seht hier schön Wasser drüber.
Und dann Diamantschale, ganz, ganz wichtig. Ich mache nochmal aus, das muss deutlich hören, weil die Message ist wirklich wichtig. Diamantscheibe im Vergleich zur Steinscheibe. Hier wenig Druck. Das heißt, wenn du aufdrückst, bis so die Fingernägel von weiß werden. Bei der Diamantscheibe nicht mehr. Beim Stein, da kannst du auch mal richtig ein bisschen draufdrücken. Da haben wir auch ein ganz tolles Video über Schleifdruck bei uns auf Tomek im Kanal, wo das einfach erklärt wird, weil viel hilft da auch nicht viel, sondern kann auch wieder kontraproduktiv sein. Aber Diamantscheibe grundsätzlich nicht viel Druck. Diamant ist einfach auf Druck empfindlich. Das sind einfach diese sogenannten Super Abrasives, auch CBN-Scheiben oder ähnliches auf anderen Schleifscheiben ist das gleiche. Wenig Druck. Hier muss die Scheibe arbeiten. Okay, fangen wir an. Dann fahren wir jetzt einfach mal schon mal rüber. Und dann auch hier, ihr könnt schön meditativ langsam hin und her fahren. Ihr braucht nicht diesen machen. Hilft auch nicht viel. Lasst ruhig den Diamant schön schneiden. Seht, ihr habt schon mal ganz ordentlich was weggenommen. Es sieht man von, ist noch leicht ein bisschen rund. Hier die Kante ist noch ein bisschen tiefer. Das muss noch ein bisschen weg. Aber ihr seht, wie schnell das geht. Ihr spürt auch unten den Schleifgrad schon. Optimal wollen wir auch hier 90 Grad Winkel drauf haben. Ich habe jetzt gerade kontrolliert, gerade sind wir oben, soweit haben wir also die Schräge weg, aber wir sind nicht ganz im 90 Grad Winkel. Ich habe also hier vielleicht so 2 Zehntelsmillimeter Luft hier drunter. Macht aber in der Funktion für euren Stechbeutel, hat es überhaupt, spielt es keine Rolle, weil so genau 90 Grad hältst du auch dein Werkzeug nicht. Ein bisschen schräg. Manchmal sogar so ein bisschen ein ziehender Schnitt, wisst ihr ja selber, sogar von Vorteil. Aber hier wollen wir natürlich schon 90 Grad haben. Und jetzt kommen diese zwei mystischen Schrauben. Die Einstellschrauben hier, die Feineinstellungen zum Spiel. Hier bin ich zu weit von. Also ich stehe im Prinzip so mit der Schneide jetzt übertrieben zum Stein. Das heißt, ich muss die ein bisschen zurücknehmen. Und jetzt kann ich die zwei Schräubchen hier aufmachen und kann im Prinzip, ihr seht, es wird beweglich, das ein bisschen ausjustieren. So. Und dann ziehen wir die ganze Sache fest. Ihr habt hier zwei Linien. Es ist so, dass sie nicht immer 100% parallel sind. Es kommt auch ein bisschen aufs Werkzeug drauf an. Wenn die älter sind, ein bisschen, er hat ja hier auf Rückseite auch schon geschliffen, dass dann vielleicht nicht unbedingt das Werkzeug zur Schneide von 100% gerade ist. Und das kann ich hier drin ausgleichen, mit den zwei Schräubchen. Dem, dass ich im Prinzip das Werkzeug so hin und her ausrichten kann. Und dann mache ich einfach die zwei Schräubchen auf und ziehe dann wieder fest. Bei mir ist es ein bisschen unterhalb, also so ein halber Strich im Prinzip. Oder wenn ihr einen Hobel habt, einen leichten Radius drauf haben wollt oder an der Seite den Hobel ein bisschen ballig haben wollt, dann schreibt ein bisschen schräg, schleift die Kante, andere Seite und nehmt da die Kante auch noch ein bisschen weg. Dann reißt euch beim Hobeln die Kanten nicht so auf. Also leicht ballig könnt ihr das auch machen. Dafür ist das da. Und der kleine Winkel ist auch ganz sinnvoll, wenn ihr irgendwann mal hier auf die Schleifscheibe eine Linie aufziehen möchtet, 90 Grad Winkel zum Ausrichten von irgendwelchen Werkzeugen, ist das auch eine super Hilfe, weil dann kann ich sagen, okay, kann da rangehen. So, dann schauen wir mal. Ich markiere das nochmal ganz kurz, nur aufpassen, dass es nicht schneidet. Ganz leicht, das reicht schon. Ja, man sieht hier an der Kante hat er abgetragen. Wenn ich jetzt schaue, ja. Dann dürfen wir jetzt richtig legen. Das heißt, wir tragen jetzt auf der linken Seite einfach mehr ab. Und dann müssen wir natürlich auch über die gesamte Fläche, muss dann bis rüber zum Anschlag kommen, weil sonst habt ihr zwei Phasen drauf. Wir wollen ja eine saubere Phase haben. Das ist genau das, wo ich einfach noch nicht die gesamte Fläche bis rüber geschliffen habe. Ich habe nur hier geschliffen. Das Stück muss noch unten erwischen. Das ist minimal, man sieht es ein bisschen. Da wiederum. Ja, hier sieht man es jetzt gut, glaube ich. Ist schwierig auf der Kamera zu erkennen, aber. Wichtig ist, gutes Licht halt auch beim Schleifen wiederum. Ich sehe es hier, wenn ich jetzt gerade reinschaue, Licht vor mir habe, hier rein ganz deutlich. Also man sieht auch beim Schleifen, wenn man manchmal kontrollieren möchte, gutes Licht, das erleichtert doch die ganze Sache. Ja, jetzt sieht man es auch nochmal deutlich. Seht ihr, sind wir schon hier unten. Siehst du es? Ja, haben wir drauf. Genau, bis dahin, das Stück muss noch hin. So, durch sind wir. Mal schauen, was der Winkel sagt. Perfekt. Et voilà. Und dazu sind einfach diese zwei Schräubchen da. Ich sage, hier waren wir hier zu lang, ich übertreibe mal. Die Linie sah so aus. Dann musste ich natürlich hier noch ein bisschen nach unten gehen, weil das Mehrmaterial das weggeht, damit dass ich wieder meine Linie habe. Und wenn man jetzt sie quasi verkehrt rum einstellen würde, dann würde das noch verstärkt werden. Genau. Aber dann schleift man es halt einfach wieder richtig nach, wenn man sieht, dann weißt du, jetzt war ich unterhalb,
Das muss ich dann nach oberhalb gehen. Mhm. Wie du siehst, haben wir es schön repariert. 90-Grad-Winkel drauf. Ist natürlich relativ grob, der Schliff mit 360. So, jetzt gibt es natürlich die Alternative. Jetzt kann ich die Scheibe wechseln auf einen feinen Diamant, also mit 600er Körnung. Den haben wir jetzt nicht hier. Wenn ich also nur die Scheibe habe zum Reparieren, dann nehme ich ganz einfach, gehe ich ran, mache wieder die Scheibe runter. Jetzt legen wir uns mal kurz auf die Seite, nehme die Scheibe drauf und auch wiederum, wie gesagt, Text immer horizontal beim Draufmachen. Man kann es nicht deutlich genug wiederholen, immer wieder, weil das erleichtert unheimlich viel. Einschalten, zack, passt. Wasserbehälter drauf. Und jetzt schauen wir ganz einfach, wichtig, jetzt haben wir die Scheibe gewechselt. Mhm. Das ist genau das, was du vorhin gesagt hast. Du hast am Winkelmesser hier auf 250 geschliffen, da stimmte der Winkel nicht. Wir wollen ja hier genau den gleichen Winkel wieder erwischen. Also wir haben jetzt hier quasi minimal kleineren Durchmesser, weil wir die schon mal abgezogen haben. Das heißt, es kann jetzt ein Millimeter weniger sein oder zwei. Genau. Und hier haben wir ja von die Skala ganz einfach, wo ich dann sagen kann hier, wo ich ablesen könnte. Ich nehme mal her, dass wir es vielleicht verdeutlichen können. So hier rüber, da ist es minimal. Das müsste so ein halber Millimeter Luft sein, oder? Ich sehe es jetzt nicht von mir aus. Ja, Millimeter, halber. Aber ein bisschen was weg. Ah, steht bestimmt auch in der Gebrauchsanleitung. Richtig. Das heißt, hier wiederum von den 200 drehen wir mal minimal, korrigieren das nach unten weg. Mhm. Also jeder Strich, das sind eben so 5 von 250 auf 295, der da mitten, also jeder Strich ist hier auch ein Strich. Aber das ist jetzt das minimal. Wäre verschmerzbar, aber wir machen es. Und wenn man jetzt auch hier reinschaut, wie du siehst, der Abstand ist relativ groß geworden. Ja. Wir haben ja auch ordentlich Material nochmal was weggenommen. Also der Ausstich wird ja kürzer. Dadurch verändert sich ja das natürlich auch. Das heißt, das muss ich jetzt einfach nochmal komplett ausgleichen, wieder ein bisschen nach unten gehen, bis der Lichtspalt wieder weg ist. Das haben wir ja vorhin schon mal gesehen mit dem Lichtspalt, das wisst ihr jetzt schon. Genau. Dann habt ihr das auch, wenn ihr die immer in der Werkstatt rumliegen habt und immer sucht. Ach, die ist auch magnetisch. Habe ich noch nicht erzählt, oder? Nee, ich habe sie bei mir halt hier in der Schublade. Ich habe halt quasi hier ein Fach, wo mein Zubehör drin ist. Und hier hast du halt alles immer da, wo du es brauchst. An der Maschine. Praktisch. Also da ist echt durchgedacht. Hier haben wir von der Körnung her noch ein bisschen gröber. Wir haben es ja nicht ganz fein gemacht von vorher. Bisschen. Von hinten her ist schon, hier sieht man schön, etwas feiner wie vorn vom Schliffbild. Können wir nochmal, es ist wirklich, das ist so eine Haaresbreite, kann ich hergehen und sagen, okay gut, gehe hier nochmal ein bisschen nach oben und justiere das nach. Siehst du noch ein bisschen? Also wirklich, man kann, man sieht am Schliffbild wirklich, ist wunderbar, kann jetzt sehr fein. Also man wirklich sieht ganz deutlich, was man macht. Und dann, man kann sagen, okay, gut, interessiert mich nicht. Muss ja mal viel länger schleifen, bis ich vorne durch bin. Heißt auch wieder mehr Materialabtrag oder ich justiere mir das sauber ein. Ein ganz anderes Schliffbild im Vergleich zu vorher. Jetzt nehmen wir unseren Steinpräparierer. Den dürfen wir jetzt wieder benutzen. Jetzt machen wir den auf fein, ganz runter. Auf 1000er Körnung runter, dann wird das Schliffbild richtig. Man hört es richtig, wie sich das Geräusch verändert, gell? Wie es feiner wird. Genau. Es fühlt sich aber super glatt an. Man merkt es, also ich, also aus meiner Erfahrung, man spürt es auch im Stein, wie es glatter wird. Also das merkt ihr. Ist jetzt mittlerweile hier drauf, das heißt, wie wenn es Schmieröl drauf ist. Das, ganz anderes Geräusch. Es rutscht fast so drüber, das greift eigentlich gar nicht richtig. Beim anderen merkt man richtig, wie er greift und schneidet. Und das ist ja der Punkt, je feiner der Schliff ist, umso schärfer ist es. Mhm. Was natürlich hier jetzt noch dazu kommt, was man machen könnte. Sieht schon ganz anders aus, oder? Jetzt ist es ein Spiegel. Fast, ja. Ja, Wahnsinn. Was natürlich auch hier, das heißt ja auch Spiegelseite. Aha. Was man hier noch machen könnte, wäre natürlich entweder an der Außenseite oder du nimmst nasses Sandpapier oder Nassschleifpapier und schleifst das auch noch fein raus und polierst das auf. Und dann wird die Schneide noch besser. Wie gesagt, deswegen heißt es ja auch Spiegelseite. Das würde ich noch machen, weil man ein bisschen Zeit hat. Am besten geht es einfach auf einer großen Fläche, weil dann kannst du ganz super planen. Das Abziehen. Wichtig ist ja nur von im Prinzip die ersten paar Millimeter. Und dann mit der Zeit kommst du sowieso weiter hinter. Das könnte man jetzt theoretisch auch auf der Außenkante machen. Ja. Bei einer feinen. Bei einer feinen, ja. Jetzt wird's, du hast ja schon relativ grob abgerichtet. Ja, der war ja. Der, also der war du ja siehst, mal. Von siehst du ja schon ein bisschen relativ fein.
Das ist vorhin nur die ersten 2 mm, wo man dann nochmal sieht. Und am besten ist natürlich, wenn man es nass macht, dann könnt ihr wirklich all das Werkzeug auch ganz toll wieder in Schuss holen. Vor allen Dingen die alten Werkzeuge. Mhm. Die haben einen wunderbaren Werkzeugstahl. Ganz vorne ist ein bisschen abgerundet. Wenn wir es nicht gerne hinschaffen, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen länger schleifen. Aber das können wir dann locker nochmal ein bisschen rauspolieren. Noch ein Tipp, wie ich die Schneide noch besser kriege. Mal überlegt, jetzt habt ihr geschliffen. Wir haben jetzt natürlich jetzt auf der Seite schon mal weggeschliffen. Aber der Schleifgrad ist ja hier oben. Ja. Ich könnte jetzt direkt hergehen, ganz brutal, hier drauf und so drauf gehen und dann ist er weg. Mhm. Ich reiß ihn weg. Dann breche ich aus. Das heißt, ich ende wieder in einer Schneide, die so aussieht. Ich will ja eine perfekte Linie, weil eine Linie, die zusammenhängt, ist ja viel schärfer, als wenn ihr unter dem Mikroskop sowas habt, die brechen leicht aus und dann wird es schnell stumpf. Nicht einfach zack rangehen, abbrechen, sondern was ich immer mache, das ist ganz einfach. Ich gehe, ohne jetzt die Schneide vorn zu berühren, erstmal diesen Bereich hier einfach zu polieren. Ihr seht hin und her die ersten so 10, 20 Sekunden. Erstens verteile ich dadurch mir die Schleifpaste ein bisschen und ich poliere mir mit der Zeit schön die Fläche auf hier. Die wird immer besser, immer besser. Das heißt, ihr habt ja dann die Spiegelseite, wie der Name ja auch sagt, eine Spiegelseite, soll sich drin spiegeln, kriegt ihr dann den Schuss. So, wenn ich das habe, ich trage jetzt hier aber trotzdem noch mal ein bisschen auf, weil es ist noch relativ neu. Die ist noch ein bisschen hungrig, die Lederscheibe. Weniger ist da auch wieder ein bisschen mehr, lieber öfters auftragen und weniger. Ich fange hier an, meine Hände am Körper ran, nicht weit weg, weil dann habe ich habe ein bisschen Friktion, ich habe keine gute Steuerung, wenn ich meine Hände am Körper habe. Ihr könnt euch auch hier an der Scheibe mit festhalten, ein bisschen zum Führen. Überhaupt kein Problem. Fange hinten auf der Kante an und dann gehe ich runter. Man hört es auch am Geräusch, das verschwindet fast. Und wenn ihr dann auf der Phase aufliegt, dann habt ihr auch so ein Gefühl, wie wenn ihr surft. Dann liegt ihr sauber auf der Phase. Mit dem Daumen könnt ihr schön Druck ausüben. Hände am Körper dran, habt ihr viel bessere Kontrolle. Ihr seht, ruhig, ich versuche es mal Freihand zu machen. So, dann ruckt es ein bisschen gerne, ein bisschen hin und her. Ihr seht, es ist etwas unruhiger. So habt ihr wesentlich bessere Kontrolle hier übers Polieren. Und was ihr von der Seite macht, im Prinzip den Schleifgrad jetzt, der noch dran ist, den haben wir ja noch nicht abgenommen. Ihr poliert den ja immer dünner, dünner raus, bis er fast schon wegfällt. Und dann am Schluss gehe ich jetzt her, horizontal, 12 Uhr hier oben. Ziehe von hinten einfach nur vor bis 12 Uhr oben hin. Und also tangential im Prinzip, Stechbeitel horizontal rein bis zum Punkt, weil wenn ich runter gehe wieder, dann kriege ich ja wieder einen Winkel. Also wenn ich flach drauf bin und wenn ich aber auf die Schräge komme, dann mache ich ja das hier unten rund. Dann kriege ich wieder eine Schneide, die wo ganz anders liegt, viel höher liegt, als wie sie liegen sollte. Das einfach wieder von hinten an, bis ich aufliege. So, und dann probieren wir nachher mal, wie schön scharf der geworden ist und wie er aussieht. Von unten und einfach 12 Uhr horizontal ran. So, wie ihr seht hiervon, haben wir jetzt das schon poliert. Vielleicht noch ein bisschen fettig drauf, aber ihr kriegt eine ganz andere Schneide hin. Und hier auch. Also das war der Anfang, wo ich mal probiert habe, reinzuschneiden. Ja genau, das haben wir jetzt gar nicht gezeigt, glaube ich, aber das war nicht so prickelnd. Nee, und jetzt schaut mal rein, ohne Widerstand hier, ich spüre gar nichts. Das geht durch wie die gesamte Fläche. Zoomen wir mal ganz, ganz feine Dinge abzuschneiden. Ah, ist noch zu hoch, es geht noch feiner. Schnittbild auch sauber, nichts ausgefranst. Seht ihr? Oh, ich höre es bis hierher. Jetzt ist mein ganzer Arm rasiert. Wahnsinn. Ah, also Wahnsinn. Ja, wir wollen mal gerne. Ich hole mal ein Stückchen Holz, dann gehen wir mal über ein Holzchen noch. Genau. Das Eiche. Ja. Also schon rot. Nicht ohne. Ja? Super schön glatt. Wir haben jetzt leider keinen Vorher-Nachher-Vergleich. Wir haben es davor nicht gefilmt, aber es war davor. Also, ihr habt es ja gesehen, das ist auf den Boden gefallen. Das war stumpf, da war gar nichts mehr drin. Und jetzt haben wir einen richtigen Druck, nicht mal eine ziehende. Wenn man jetzt so ein bisschen rüber geht hier so. Ja, es ist einfach glatt. Es ist spiegelglatt. Man merkt schon den Unterschied von hier hinten.
Also das ist schon wirklich Wahnsinn, wie scharf das wird. Und ich habe jetzt keine Haare mehr am Arm. Schaut sehr nackig aus. Und jetzt würde ich sagen, ich habe hier noch zwei Taschenmesser. Erstens mal so ein richtig runtergekommenes Victorinox Bundeswehrmesser und eins mit einer interessanten Klinge. Aber wenn ihr sehen wollt, wie der Wolfgang die in Schuss kriegt, müsst ihr das nächste Video gucken. Wir sehen uns. Bis dann.